Abiturprüfung Mathematik 2015, Baden-Württemberg, allgemeinbildende Gymnasien, Wahlteil analytische Geometrie und Stochastik, Aufgabe B11 und B12 die Lösungen. Aufgabe B1.1. Über einer Terrasse ist als Sonnenschutz eine Markise an einer Hauswand befestigt. In einem Koordinatensystem stellen die Punkte P, Q, R und S die Eckpunkte der Terrasse dar. Die Markise wird durch das Rechteck mit den Eckpunkten A, B, C und D, so wie hier angegeben, beschrieben. Alle Koordinatenangaben sind dabei in Metern gemessen. Die Lage der Hauswand wird durch die x1-x3-Ebene beschrieben, also letztendlich so wie hier dargestellt. Die x1-x3-Ebene ist hier die Lage der Hauswand, hier haben wir die Markise und hier unten haben wir das Rechteck der Terrasse. Aufgabenteil A: Bestimmen Sie eine Koordinatengleichung der Ebene, welche die Lage der Markise beschreibt. Berechnen Sie den Winkel zwischen Markise und Hauswand und hierfür bekommen Sie 3 Verrechnungspunkte. Hier also die Lösung zum Aufgabenteil B1.1a. Man sollte hier die Koordinatengleichung der Ebene finden, in der die Markise liegt. Und wir haben hier die Punkte A, B und D vorgegeben und bilden aus diesen Punkten zunächst einmal 2 Richtungsvektoren, nämlich zum Beispiel von A nach B und dann ein anderer Richtungsvektor von A nach D. Wir rechnen also A nach B, das ist nichts anderes als hinterer minus vorderer, also 5 minus 0 ist 5, 0 minus 0 ist 0, 4 minus 4 ist ebenfalls 0, also 5, 0, 0. Von A nach D wieder hinterer minus vorderer, 0 minus 0 ist 0, 3,9 minus 0 ist 3,9 hier und 2,7 minus 4 ist hier diese minus 1,3. Nun können wir aus diesen beiden Richtungsvektoren das Kreuz- oder Vektorprodukt bilden, um einen Vektor zu erhalten, der senkrecht auf den beiden Richtungsvektoren steht. Und daraus können wir dann die Koordinatengleichung der Ebene schon fast vollständig ablesen. Nun, um das Vektorprodukt zu bilden, müssen wir bekanntlich die beiden Vektoren, die beiden Richtungsvektoren zweimal untereinander schreiben. Also hier 5, 0, 0. 5, 0, 0 und hier ebenfalls 0, 3,9 minus 1,3 hier und das Ganze nochmal drunter geschrieben. Wir streichen die obere und die untere Zeile gemäß dem bekannten Schema heraus und können dann entlang der absteigenden Diagonalen mal nehmen und entlang der aufsteigenden Diagonalen. Zunächst also 0 mal minus 1,3 ist 0, 0 mal 0 ist 0 und 5 mal 3,9 sind hier diese 19,5. Das waren die absteigenden Produkte sozusagen. Nun die aufsteigenden, 0 mal 3,9 sind hier 0, 5 mal minus 1,3, das sind minus 6,5 und 0 mal 0 sind wieder 0. Beide ziehen wir voneinander ab, also 0 minus 0 ist 0, 0 minus minus gibt ja plus, dann 6,5 und 19,5 minus 0 ist wieder 19,5. Das ist also nichts anderes als ein Vektor, der senkrecht auf diesen beiden Richtungsvektoren der Ebene steht und somit ein möglicher normalen Vektor. Ich nenne ihn deshalb mal hier N'. Nun ist es aber etwas unhandlich, mit diesem N', mit diesen Zahlen hier zu rechnen. Und bei den Koordinatengleichungen kommt es ja, beziehungsweise bei einem normalen Vektor, kommt es ja nicht auf die Länge an. Und so erlaube ich mir einfach, schönere Zahlen dadurch zu bekommen, indem ich hier einfach durch, beziehungsweise mit 2 Dreizehntel multipliziere. Denn wenn Sie jetzt hier sich das mal anschauen, 6,5 mal 2 sind genau 13. Wir nehmen hier im Prinzip mal 2 und wenn wir dann durch 13 teilen, dann steht an dieser Stelle eine 1. Und hier ist es ähnlich, wenn wir das also durchführen, 2 Dreizehntel mal N', dann bekommen wir einen normalen Vektor mit viel schöneren Zahlen, nämlich mit den Zahlen 0, 1, 3
und können daraus dann die Koordinatengleichung schon mehr oder weniger ablesen. Wenn wir nämlich einen normalen Vektor haben, dann sind die Einträge des normalen Vektors nichts anderes als die Zahlenwerte vor den x in der Koordinatengleichung. Wir haben somit 0 x1, das heißt hier dieses x1 kann direkt wegfallen, 1 mal x2, das ist dieses hier, plus 3 mal x3, gleich irgendein noch nicht bekanntes d. Ja, so ist ja eine Koordinatengleichung aufgebaut. Ax1 plus bx2 plus cx3 gleich irgendein d. Und diese a, b, c, die haben wir hier durch den normalen Vektor gegeben. Nun, da zum Beispiel der Punkt a auf der Ebene e liegt, können wir dieses d relativ schnell bekommen, indem wir eben einfach die Koordinaten von a in die bisherige Form der Ebenengleichung einsetzen. Wir setzen also für x1 0 ein, für x2 0 und für x3 4. Dann steht also hier eine 0 und hier steht 3 mal 4, das ist also 12. Und damit haben wir unser d schon gefunden. D hat den Wert 12 und somit lautet die gesuchte Koordinatenform unserer Ebenengleichung x2 plus 3x3 gleich 12. Als nächstes war noch der Winkel zwischen der Markise und der Hauswand gefragt. Nun, wir haben für die Markise bereits aus der vorherigen Aufgabenstellung einen normalen Vektor gefunden, nämlich den normalen Vektor 0, 1 und 3. Und wir können jetzt noch für die Hauswand einen normalen Vektor finden, nämlich 0, 1, 0. Warum dieses? Die Hauswand liegt ja bekanntlich laut Aufgabenstellung in der x1, x3 Ebene. Das heißt, wenn wir einen Pfeil nur in x2 Richtung bilden, also letztendlich x1 Koordinate 0, x2 Koordinate zum Beispiel 1, ja, wir könnten auch eine andere wählen, 2, 3 oder sonst was, aber eine 1 ist am einfachsten. Und x3-Koordinate auch wieder 0, dann haben wir einen normalen Vektor für die x1, x3-Ebene. Nun müssen wir bekanntlich die Winkelformel für zwei Ebenen benutzen. Das heißt, diese ist ja gegeben durch Cosinus Alpha, das heißt der Cosinus des Schnittwinkels zwischen zwei Ebenen. Ist gegeben dadurch, dass man die normalen Vektoren nimmt, das Skalarprodukt bildet, hier nochmal den Betrag nimmt und dann nochmal einzeln durch die Längen der beiden normalen Vektoren teilt. Wir müssen also einmal das Skalarprodukt, normalen Vektor von der Hauswand und normalen Vektor der Markise oder der Ebene bilden. Dann haben wir hier 0, 1, 0, Skalarprodukt mit 0, 1, 3. Und ein Skalarprodukt bilden wir ja, indem wir die Komponenten mal nehmen, also 0 mal 0, 1 mal 1, das ist dieses hier, und nochmal 0 mal 3 und anschließend den Betrag bilden. Nun, hier haben wir eine 0, hier haben wir eine 1 und nochmal eine 0, der Betrag davon ist wieder 1. Das heißt, hier oben in dieser Formel im Zähler steht schon mal der Wert 1. Nun müssen wir noch die Länge der beiden normalen Vektoren bestimmen, also den Betrag. Das ist ja nichts anderes als die Länge des Vektors. Und das sieht man schon hier beim normalen Vektor für die Hauswand. Dieser hat hier die Länge 1. Da braucht man nicht viel rechnen. Aber hier beim normalen Vektor der Markise, wir müssen die Komponenten quadrieren, alles summieren und dann nochmal die Wurzel ziehen. Also letztendlich 0 hier ins Quadrat, dann plus 1 Quadrat plus 3 Quadrat und daraus die Wurzel. 1 ins Quadrat sind 1, 3 ins Quadrat sind 9, das gibt zusammen 10. Mit der 0 ändert sich nichts, dann haben wir also Wurzel aus 10. Nun steht also im Nenner unserer Formel hier einmal eine 1, dann hier eine Wurzel aus 10, was zusammen eben wieder Wurzel aus 10 gibt. Cosinus Alpha ist also nichts anderes als 1 durch Wurzel 10. Sowas kann man im GTR entsprechend eingeben und kriegt dann den Winkel heraus, indem man invers Cosinus oder Cosinus hoch minus 1 eben von diesem Zahlenwert bildet und bekommt dann den Wert Alpha ungefähr mit 71,6 Grad heraus. Natürlich muss man wie immer darauf achten,
dass der GTR im Modus Degree arbeitet. Das heißt, dass wir den Winkel tatsächlich auch im Gradmaß herausbekommen. Wir haben also im Ergebnis erhalten, dass der Winkel zwischen Markise und Hauswand etwa 71,6 Grad beträgt. Teilaufgabe B. In der Mitte zwischen Q und R steht eine 30 cm hohe Stablampe. Am Markisenrand CD wird ein senkrecht nach unten hängender Regenschutz angebracht, der genau bis auf die Terrasse reicht. Bei starkem Wind schwingt er frei um CD. Kann der Regenschutz dabei die Stablampe berühren? Welchen Abstand von der Hauswand darf die Stablampe auf der Terrasse höchstens haben, damit dies nicht passiert? Hierfür bekommen Sie 4 Verrechnungspunkte. Auch hier sollten wir uns die Situation wie immer bildlich vor Augen führen. Das heißt, wir haben hier in der Skizze einmal zwischen Q und R in der Mitte eben mit 30 Zentimetern Höhe die Lampe L an dieser Stelle eingezeichnet. Außerdem haben wir aus der Aufgabenstellung, dass hier entlang der Strecke CD ein Regenschutz angebracht ist, sodass dieser Regenschutz bei Wind um CD herumschwingen kann. Der Regenschutz reicht genau bis zum Boden, also genau bis zur Terrasse nach unten. Der kann hier frei herumschwingen und bildet dabei einen solchen Kreisbogen. Jetzt ist also die Frage, ob er beim Herumschwingen durch den Wind hier diese Stablampe L berühren kann oder eben nicht. Zunächst mal möchte ich an dieser Stelle die Mitte hier zwischen Q und R bestimmen. Also hier diesen Punkt M, und das kann man ja anhand der Koordinaten direkt ablesen. M hat offenbar dieselbe x1-Koordinate wie Q und wie R. Also dieselbe x1-Koordinate wie Q und R, das ist also 5. M hat schon mal die x1-Koordinate 5. Die x2-Koordinate liegt genau in der Mitte zwischen den x2-Koordinaten. Also hier ist 0, hier ist 4, die Mitte davon ist 2, also hier eine 2. Und die x3-Koordinate ist 0, weil auch Q und R haben die x3-Koordinate 0. Somit habe ich den Mittelpunkt zwischen Q und R relativ einfach durch die Koordinaten bestimmen können. Nun liegt die Lampe aber in 30 cm Höhe, und da wir in Metern messen, hat dann die Lampe L dieselben x1 und x2 Koordinaten wie M, also 5 und 2, aber die Höhenkoordinate ist dann entsprechend 0,3. Wenn der Regenschutz jetzt senkrecht hängt und den Boden berührt, liegt C' direkt unter C. Ich habe das also mal hier entsprechend eingezeichnet. Der Regenschutz hängt hier direkt nach unten, und der Punkt senkrecht unter C, den nenne ich einfach C'. Ja, und der liegt ja noch irgendwie innerhalb der Terrasse laut Aufgabenstellung. Das heißt, der Punkt R liegt hier vielleicht noch ein bisschen weiter rechts von C'. Jedenfalls können wir auch hierfür die Koordinaten angeben, denn C ist ja aus der Aufgabenstellung bekannt, 5, 3,9 und 2,7. Und C' unterscheidet sich ja von C lediglich durch die Höhenkoordinate, nämlich die x3-Koordinate, die ist ja an dieser Stelle gleich 0, also haben wir C' mit 5, 3,9 und 0. Wenn dieser Regenschutz nun bei Wind hier entlang der Strecke CD herumschwingt, dann bildet sich ja hier ein Kreisbogen aus, und dieser Kreisbogen hat den Radius R. Und diesen Radius R können wir jetzt leicht erkennen, nämlich das ist nichts anderes als der Höhenunterschied zwischen dem Punkt C und dem Punkt C', diese Strecke sozusagen. Das können wir anhand der Koordinaten ablesen. C' liegt bei 0 und C liegt hier bei 2,7. Das heißt, dieser Schwingungsradius ist genau 2,7. So, und an dieser Stelle ist die Sache eigentlich ganz einfach. Wir können ja den Abstand zwischen C und L hier bestimmen. Und wenn dieser Abstand, die Länge hier zwischen diesen beiden Punkten, größer ist als der Radius, der durch das Schwingen hier entsteht,
dann wissen wir, dass der Regenschutz eben diese Lampe nicht berührt. Das können wir dann mathematisch formulieren, indem wir sagen, wenn der Betrag der Strecke von C nach L, also letztendlich die Länge des Vektors CL, größer als R, also größer als diese 2,7 ist, dann kann der Regenschutz die Lampe nicht erreichen. Wir können also diese Länge, den Betrag von C nach L direkt ausrechnen. Wir haben ja die Koordinaten von C und L. Wir rechnen also hinterer minus vorderer, also 5 minus 5 ist hier 0, 2 minus 3,9 ist hier die minus 1,9, 0,3 minus 2,7 ist hier minus 2,4. Davon bilden wir den Betrag, also letztendlich Komponenten quadrieren, addieren und Wurzel ziehen. Dann haben wir 0 Quadrat, was ich hier nicht hinschreibe, minus 1,9 Quadrat plus minus 2,4 ins Quadrat, daraus die Wurzel. Das können wir mit dem GTR leicht berechnen und bekommen das Ergebnis 3,06. Und 3,06 ist offenbar tatsächlich größer als 2,7, unser Schwingungsradius. Das heißt, der Abstand zwischen C und L beträgt hier 3,06 und das ist größer als dieser Schwingungsradius. Das heißt, der Regenschutz kann die Stablampe tatsächlich nicht erreichen. Nun war im nächsten Aufgabenteil aber gefragt, wie weit muss ich denn diese Stablampe nach rechts schieben? Das heißt, wie hoch ist der größtmögliche Abstand dieser Lampe von der Hauswand, sodass der Regenschutz beim Schwingen hier die Lampe dann doch berührt? Wir müssen also die Lampe so lange in X2-Richtung verschieben, bis sie den eingezeichneten Kreisbogen berührt. Das heißt, bis diese Verbindungsstrecke C nach L genau den Wert dieses Schwingungsradiuses hatte. Also bis Betrag CL gleich R gleich 2,7 gilt. Nun kennen wir ja die Koordinaten von L, die X1 und die X3-Koordinate, die bleiben ja gleich. Und wenn wir die in diese Richtung nach rechts verschieben, bedeutet das, dass wir sie in x2-Richtung verschieben. Das heißt, hier haben wir bei x2 eine variable Koordinate t und genau diese Koordinate t müssen wir jetzt rausfinden. Wie muss t beschaffen sein, damit diese Lampe so weit rechts steht, dass beim Schwingen des Regenschutzes die Lampe exakt berührt wird? Wir müssen also dieses hier entsprechend ausrechnen. CL, Betrag davon, muss genau den Wert 2,7 haben. C nach L, C haben wir gegeben. Wir rechnen wieder hinterer minus vorderer, also 5 minus 5, das ist hier die 0. Dann haben wir T minus 3,9, das ist hier, T minus 3,9 und 0,3 minus 2,7 sind wie vorher die minus 2,4 und davon bilden wir den Betrag. Wir müssen nach wie vor die Komponenten quadrieren und dann die Wurzel ziehen. 0 ins Quadrat sind 0, brauchen wir hier nicht hinzuschreiben. T minus 3,9, das Ganze zum Quadrat, plus diese minus 2,4 ins Quadrat, daraus die Wurzel, das muss genau den Wert 2,7 ergeben. Und nun haben wir hier eine Bestimmungsgleichung, die wir letztendlich nach t auflösen können. Hierbei werden wir einfach quadrieren auf beiden Seiten, sodass auf der linken Seite die Wurzel wegfällt und auf der rechten Seite steht dann eben 2,7 ins Quadrat. Außerdem werden wir diese 2,4 Quadrat mit Minus bzw. minus 2,4 Quadrat mit Minus auf die rechte Seite gleich rüberbringen. Somit steht auf der linken Seite t minus 3,9 Quadrat gleich 2,7 Quadrat minus minus 2,4 Quadrat. Das Ganze können wir auf der rechten Seite einmal ausrechnen. Das hat einen Wert von 1,53. Und wenn wir anschließend die Wurzel ziehen, dann haben wir t minus 3,9 ist plus oder minus 1,24.
Plus 3,9 auf beiden Seiten liefert uns die beiden möglichen Lösungen für t, nämlich einmal t1 gleich 1,24 plus 3,9, das wäre 5,14, und t2 mit minus 1,24 plus 3,9. Das wären 2,66. Jetzt, welche dieser beiden Lösungen ist die richtige? Nun, wenn wir t1 gleich 5,14 wählen, dann würden wir finden, dass die Stablampe L rechts von dem Punkt R steht. Das ist also nicht in unserem Sinne, denn die Stablampe soll ja noch innerhalb der Terrasse stehen. Das heißt, es kommt als mögliche Lösung nur die T2-Lösung mit dem Wert 2,66 in Frage. Das heißt also, die Stablampe darf höchstens 2,66 Meter von der Hauswand entfernt sein, damit der Regenschutz diese beim Schwingen nicht berühren kann. Teilaufgabe C. Die Sonne scheint und der Regenschutz wird entfernt. Die Richtung der Sonnenstrahlen wird durch den Vektor V mit 1 minus 1 minus 3 beschrieben. Begründen Sie ohne Rechnung, dass die Terrasse nicht vollständig beschattet wird. Die Markise kann ein- und ausgefahren werden. Dabei bewegen sich die äußeren Eckpunkte der Markise längs der Geraden BC und AD. Die Markise wird nun so weit eingefahren, dass der Terrassenrand zwischen Q und R genau zur Hälfte im Schatten liegt. Bestimmen Sie die neuen Koordinaten der äußeren Eckpunkte der Markise. Wenn Sie das alles richtig beantwortet haben, bekommen Sie 4 Verrechnungspunkte. Hier nun die Lösung zur Teilaufgabe C. Hier sollte man argumentieren, warum die Terrasse nicht vollständig beschattet wird. Nun, wir können den Richtungsvektor, aus der die Sonnenstrahlen einfliegen sozusagen, einmal einzeichnen in das Koordinatensystem. Ja, wir haben ja hier die Markise, hier die x1, x3-Ebene ist unsere Hauswand und hier unten die Terrasse. Und wenn wir uns jetzt einen festen Punkt, einen festen Startpunkt hier im Koordinatensystem suchen, dann können wir ja gemäß den Angaben hier eine Einheit nach rechts gehen in x1-Richtung, beziehungsweise eine Einheit nach vorn gehen in x1-Richtung, eine Einheit nach links, also in x2-Richtung, und 3 Einheiten nach unten. Und wir haben somit einen Pfeil, der in etwa so aussieht. Wenn wir parallele Pfeile dann einzeichnen, dann können wir sehen, aha, die Sonnenstrahlen verlaufen so, schräg von der Seite, schräg von rechts. Und somit kann die Terrasse unmöglich vollständig beschattet werden. Ja, das hier bleibt ja an der rechten Seite immer ein gewisser Rand übrig, der von den Sonnenstrahlen noch getroffen wird. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe bestand eben vor allem darin, zu erkennen, aus welcher Richtung hier die Sonnenstrahlen kommen. Statt mit dem Verlauf des Richtungsvektors können wir aber auch direkt mit den Koordinaten selbst argumentieren, nämlich da die Eckpunkte C und D, diese Eckpunkte hier der Markise, auf der x2-Achse noch vor den Eckpunkten R und S unserer Terrasse liegen, kann selbst bei senkrecht einfallendem Licht die Terrasse nicht vollständig beschattet werden. Ja, dann bleibt ja immer auf der rechten Seite ein Rand übrig, der von den Lichtstrahlen getroffen wird, wenn eben hier die Eckpunkte C und D noch vor R und S liegen, also links davon. Ja, die x2- und x3-Koordinate des Richtungsvektors sind aber negativ. Das heißt, die Sonnenstrahlen kommen von seitlich rechts und können somit erst recht nicht die Terrasse komplett beschatten. Bei der letzten Frage wird die Markise hier entlang dieser Geraden hier AD bzw. BC eingezogen, also einfach nach links Richtung Hauswand eingezogen, und zwar so weit, dass die Terrasse letztendlich genau bis zur Hälfte hier beschattet wird. Und die Frage war, wie sind die neuen Eckpunkte, wie sind die Koordinaten der neuen Eckpunkte C' und D'? Den Richtungsvektor, der die Sonnenstrahlen darstellt, den haben wir ja in der Aufgabenstellung bereits gegeben mit 1, minus 1 und minus 3. Die Situation können wir uns also so vorstellen, dass die verlängerten Richtungsvektoren
vor allem hier dieser eine, auf jeden Fall mal hier in der Mitte beim Punkt M, in der Mitte der Terrasse hier ankommen muss. Wir können dadurch eine Gerade bilden mit V als Richtungsvektor und diesem Punkt M als Stützvektor und können dann feststellen, indem wir die entstehende Gerade mit der Ebene S schneiden, und die Ebene S ist ja diejenige, in der die Markise liegt, wenn wir also G mit S schneiden, dann bildet der Schnittpunkt nichts anderes als der neue Eckpunkt C' unserer Markise. Wir hätten damit einmal C' und können dann durch eine einfache Rechnung entsprechend auch D' finden. Bilden wir also zunächst einmal die Gerade mit V als Richtungsvektor, das heißt 1 minus 1 minus 3 ist der Richtungsvektor und die Mitte M dieser Terrasse, der Mittelpunkt zwischen den beiden Q und R ist M, den hatten wir bereits ausgerechnet mit den Koordinaten 5, 2 und 0, das ist dann unser Stützvektor. Und somit haben wir als Geradengleichung 5, 2, 0 plus T 1 minus 1 minus 3. Wenn wir jetzt den Schnittpunkt dieser Geraden G mit der Ebene E bestimmen wollen, in der die Markise liegt, dann können wir das tun, indem wir die Koordinatengleichung verwenden. Wir haben ja bereits die Koordinatengleichung in Teilaufgabe 1 ausgerechnet. Das ist x2 plus 3x3 gleich 12. Und hier setzen wir einfach die entsprechenden Koordinaten der Geraden ein. In x2 setzen wir also die x2-Koordinate ein, nämlich 2 minus t, das ist hier die x2-Koordinate, 2 minus t, plus 3 mal die x3-Koordinate. Und die x3-Koordinate ist hier 0 minus 3t, also minus 3t. Das Ganze ist gleich 12 und wir erhalten somit eine Bestimmungsgleichung, die wir nach t auflösen können. Wir haben hier einmal minus t, hier haben wir minus 9t, das gibt zusammen minus 10t und diese 2 bleibt hier vorne erhalten. Also letztendlich 2 minus 10t gleich 12. Einmal die 2 nach rechts rüber gebracht, dann haben wir letztendlich minus 10t gleich 10. Wir teilen nochmal durch minus 10 und haben t gleich minus 1. Um jetzt den Schnittpunkt S der Geraden G mit unserer Ebene E zu bestimmen, setzen wir einfach das t gleich minus 1 in die Geradengleichung ein und berechnen dann konkret 5 minus 1 mal 1, also 5 minus 1 ist 4, 2 minus minus 1 ist also 3 und 0 minus minus 3 ist 0 plus 3, also 3. Der Schnittpunkt ist also 4, 3, 3. Der Schnittpunkt S ist noch nicht ganz unser neuer Eckpunkt C' der Markise, denn die x2- und x3-Koordinaten der neuen Eckpunkte der Markise sind dieselben wie die von S, lediglich die x1-Koordinate unterscheiden sich. Lediglich die x1-Koordinaten unterscheiden sich. Warum? C' liegt nämlich bei x1 gleich 5. Und d' bei x1 gleich 0. Das können wir uns auch hier nochmal am Bild veranschaulichen. Wenn wir hier den Richtungsvektor, aus der Richtung, aus der die Sonnenstrahlen hier kommen, verlängern zum Mittelpunkt M hin. Die entsprechende Gerade schneidet dann irgendwo die Ebene E, in der die Markise liegt. Aber das muss ja nicht unbedingt bei c' sein. Aber die x2 und die x3-Koordinate, also die Koordinate nach rechts und die Höhenkoordinate, die sind festgelegt, aber die x1-Koordinate, die unterscheiden sich dann letztendlich. Der Punkt C' liegt ja bei derselben x1-Koordinate wie B und wie Q, also nach vorne hat es die Koordinaten eben in x1-Richtung 5. Nach hinten, da haben wir die x1-Koordinate 0. D' und A haben ja dieselben x1-Koordinaten, also kann man die von D' anhand von A ablesen. A hat die x1-Koordinate 0 und somit hat auch D' die x1-Koordinate 0. Im Ergebnis haben wir also, dass C' und D'
jeweils dieselben x2 und x3 Koordinaten haben wie unser Schnittpunkt S, nämlich 3, 3, hier auch nochmal 3, 3, aber C' hat die x1 Koordinate 5 und D' die x1 Koordinate 0. Das sind also die neuen Eckpunkte der Markise. Aufgabe B 1.2. Ein Großhändler gibt an, dass sein Weizensaatgut eine Keimfähigkeit von mindestens 80% hat. Mehrere Kunden vermuten, dass die Keimfähigkeit in Wirklichkeit kleiner ist. Deswegen wird die Aussage des Großhändlers mit Hilfe eines Tests auf einem Signifikanzniveau von 10% überprüft, indem 500 Weizenkörner untersucht werden. Als Nullhypothese wird die Angabe des Großhändlers verwendet. Formulieren Sie die zugehörige Entscheidungsregel in Worten. Die tatsächliche Keimfähigkeit des Saatguts beträgt 82%. Wie groß ist in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei obigem Test die Nullhypothese fälschlicherweise verworfen wird? Für die richtigen Antworten bekommen Sie hier 4 Verrechnungspunkte. Nun geht es also im ersten Aufgabenteil um die Entscheidungsregeln und hierfür halten wir zunächst mal sozusagen die Eckdaten der Aufgabe fest. Die Nullhypothese besagt, dass die Keimfähigkeit des Weizens größer gleich 0,8 ist, also 80% ist. Und wir haben einen Stichprobenumfang von 500, das heißt von 500 Weizenkörnern. Und die Irrtumswahrscheinlichkeit, das ist das, was in der Aufgabenstellung als Signifikanzniveau bezeichnet wird, Alpha beträgt in unserem Falle 0,1, also 10%. Mit der Zufallsvariablen x beschreiben wir nun die Anzahl der gekeimten Weizenkörner in der Stichprobe. Da ein Weizensamen entweder keimt oder nicht, handelt es sich um ein Ja-Nein-Experiment, Ja oder Nein, wahr oder falsch, was mithin als Bernoulli-Experiment bezeichnet wird, und somit ist x eine binomial verteilte Zufallsvariable. Wann lehnen wir die Nullhypothese ab? Nun, wenn die Anzahl der nicht gekeimten Weizenkörner kleiner als ein gewisser Wert t ist, wird die Nullhypothese abgelehnt. Das heißt, in dem Fall haben wir einen linksseitigen Test mit einem Ablehnungsbereich der Gestalt 0 bis zu einem gewissen Wert t. Wir wissen also jetzt, dass wir einen linksseitigen Test haben. Somit ist ein Wert t gesucht, nämlich so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir weniger oder genau gleich t gekeimte Weizenkörner beobachten, unterhalb unseres Signifikanzniveaus liegt. Das heißt also, p von x kleiner gleich t soll kleiner gleich 0,1 sein. Ein solches t ist gesucht. Das können wir relativ einfach im GTR bestimmen, indem wir mit Binom CDF 500, 0,8 und x eine Wertetabelle uns anschauen. Wir geben das hier entsprechend ein: 500, 0,8, x. 500 ist der Stichprobenumfang, 0,8 die Trefferwahrscheinlichkeit und x sind dann die verschiedenen Werte, die hier in der Wertetabelle letztendlich erscheinen. Das kann man mit dem GTR über Second Table dann sich anzeigen lassen und liest dann beim Wert 387, also bei x gleich 387, eine Wahrscheinlichkeit von 0,0826 ab. Das ist also hier 387, 0,08261 hier, um genau zu sein. Und beim Wert x gleich 388 haben wir 0,1004. Das liefert uns dann letztendlich die Entscheidungsregel und die lautet: Falls in der Stichprobe höchstens 387 gekeimte Weizenkörner beobachtet werden, ja, diese Zahl gibt ja die gekeimten Weizenkörner an, so wird H0 bei einem Signifikanzniveau von 10% abgelehnt. Ja, wenn wir höchstens so viele gekeimte Weizenkörner beobachten, wird die Nullhypothese abgelehnt.
weil wir dann eben unterhalb dieser Irrtumswahrscheinlichkeit von 10% liegen. Bei 388 liegen wir erstmals drüber. In der nächsten Fragestellung war vorausgesetzt, dass die tatsächliche Keimfähigkeit des Saatgutes 82% beträgt. Und wie groß ist in diesem Fall die Wahrscheinlichkeit dafür, dass bei obigem Test die Nullhypothese fälschlicherweise verworfen wird? Nun, an dieser Stelle soll die Zufallsvariable x wieder die Anzahl der gekeimten Weizenkörner darstellen und diesmal haben wir aber eine Wahrscheinlichkeit von 0,82, also von 82%. Mit diesen Werten und den Werten t gleich 387 und n gleich 500 aus dem vorigen Aufgabenteil, 500 war ja unser Stichprobenumfang, bestimmen wir jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Anzahl der Weizenkörner, der gekeimten Weizenkörner, kleiner gleich 387 ist mit dem GTR. Und das können wir einfach, indem wir Binom CDF eingeben. 500 ist der Stichprobenumfang. Die neue Wahrscheinlichkeit für Keimen ist dann 0,82. Und hier haben wir den oberen Wert eben, diese 387 einzugeben. Damit erhalten wir eine Irrtumswahrscheinlichkeit von Alpha gleich 0,0053, also so in etwa jedenfalls. Wir verschieben einfach das Komma um zwei Stellen nach rechts. Damit haben wir dann eine Prozentangabe, was bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass die Nullhypothese H0 fälschlicherweise abgelehnt wird, liegt bei etwa 0,53%. Denn das ist ja nichts anderes als unsere Irrtumswahrscheinlichkeit.